Hallo und herzlich willkommen zu einem Familienstammbaum-Video von den Sims 2. Ja, ich bin jetzt gerade im Hause John und Bibi Katz und gehe direkt mal rein in unseren Stammbaum. So, das hier ist also unser lieber John. John ist der Sohn von Johnny und Tanja Katz. Tanja Katz ist in Sims 2 oder nach Sims oder zu Sims 2 gekommen mit einem eigenen Haus und drei Katzen. Und ja, dieses Haus habe ich auch komplett umgebaut und dann hat sich Johnny kennengelernt. Er ist ein NPC und die haben geheiratet. Dann haben sie Katja bekommen und haben dann den John adoptiert. Damals als Kind adoptiert. Danach haben sie Carsten bekommen und haben dann noch Britta adoptiert. Britta und Carsten sind momentan auf dem College und unsere Katja ist gerade schwanger. Also jetzt, wo ich es gerade aufnehme. Ja, das ist eigentlich quasi die Familie von unserem John. John hat dann Bibi geheiratet und Bibi und John haben ihr erstes Kind, nämlich den Kaspar. Wer ist Bibi? Bibi müsstet ihr, also ihre Familie müsstet ihr im Grunde kennen. Sie selber vielleicht noch nicht, aber ihre Familie. Ihre Eltern sind nämlich Detlef Braun und Angela Braun, die krass gute Hexe. ja, Detlef Braun, er ist der Sohn wiederum von Babsi Rosengarten und Sven Braun. Früher hatte Babsi auch Braun geheißen natürlich. Ganz am Anfang bei Sims 2 ist die Babsi Braun gerade Witwe geworden, weil der liebe Sven im Pool einfach nicht rauskam. Also er ist ertrunken im Pool quasi. Das hat man aber nicht gesehen. Das war einfach die Geschichte, so wie sie nach nach Schönsichtingen kam. Und Babsi hat dann ja, was hat sie? Sie hat geheiratet, wieder geheiratet, einen Rosengarten eben. Und auf jeden Fall, deswegen heißt sie eben Rosengarten. Deswegen, also Detlef war ihr erster Sohn, so wollte ich sagen. Ja, Detlef ist deren beide erster Sohn. Ihr kennt ihn theoretisch von Schönsichtingen als Teenager noch, momentan Senior. Dann auch die Angela, die ist ebenfalls hier bei Sims 2 in Schönsichtingen bereits vorhanden, nämlich mit ihrer Familie, dem Daniel und Mary Claire, hübsch, und ihrer Zwillingsschwester, der Lilly, hübsch. Das Spiel ist eigentlich auch so angelegt, dass Angela und Detlef auch verliebt sind. Ja, auch aus dem Grund habe ich die beiden dann jetzt auch zusammengeführt. Die beiden haben drei Kinder und Bibi ist die Älteste. Bibi ist die große Tochter quasi. Dann kommt der Sven Fröhlich, der jetzt gerade geheiratet hat. Ne, er hat ja seine Jenny jetzt endlich geheiratet. Er hat den Namen von Jenny angenommen, nämlich Fröhlich. Und das noch Küken Brittany. Brittany, die noch zu Hause wohnt, die aber bald ins College gehen wird. Und auch bei Brittany muss ich auch gestehen, sie muss den Namen Braun weitergeben. Also nachdem die ersten beiden ja nicht mehr diesen Namen haben, muss oder soll wirklich Brittany jetzt diejenige sein, die dann den Namen dann weitergeben wird. Was aber jetzt natürlich nichts mit meiner Familie Katz im Angesicht zu tun hat. So, also das war John und Bibi Katz. Ich sage ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Deine, eure Saki. Night Owl. Ciao, ciao.